Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Ja, das letzte Mal haben wir endlich die Quest mit dem Frosch geschafft. Wir haben Lüg abgeschlossen und einen Teil vom Hunenthron und haben hier jetzt so, wie viele Quests? 16 Quests waren es insgesamt angenommen und die können wir alle jetzt nach und nach fertig machen. Ich habe für eine Quest, ich muss selber immer jetzt gucken, weil es so haufenweise sind, hier für erste Verteidigungslinie haben wir Kalkstaub bekommen und den sollen wir verbreiten. Ich weiß nur nicht genau wo, aber ich glaube, das war hier irgendwo. Ja. Somit haben wir eine Quest schon mal fertig. Eine zweite Quest besagt. Moment, muss ich selber gucken. Bergflüchtlinge. Ich soll die Flüchtlinge hier fragen, was sie brauchen. Also klicke ich mal alle Flüchtlinge an und hier Kommandant Marles fragen, ob ich euch helfen kann. Und das mache ich auch so. Stimmt, hier sehe ich ja die ganzen Namen. Lelis und Chains oder was auch immer. Hier ist die Chain. Und Leli, Lelula, haben wir auch gefunden. Somit haben wir zwei Quests von den 16 schon fertig. Da hinten haben wir vier in einem Gebiet zu erfüllen. Und danach geht es hier weiter. Aber da kann ich dann weitere Quests annehmen. Deshalb gehen wir erstmal diese vier Quests hier erledigen, weil das Pilze sammeln, Füchse kaputt machen und Wasser einsammeln ist jetzt nicht sonderlich schwer und da hinten brauche ich auch nur Vorräte, die ich suchen muss, also auch wieder nichts. Und dann hätten wir diese Quests da hinten auch, können dann schnell hier hoch und die Quests alle abgeben und dann hier weiter entlang questen. Und somit sollten wir dann eigentlich genug EPs bekommen, um vielleicht ein Level ab heute zu schaffen. Weil das ist eigentlich so mein Ziel, mindestens ein Level ab bekommen, was ich denke ich mal auch machbar sein wird. Denn die Quests ja bringen 1300, 1500, das scheint doch etwas länger zu dauern, 2600, Schneefüchse, nochmal 2,6 Eispilze mit 2,6 und Vorräte. Steht irgendwas in Vorräten? Da Vorräte gibt auch nochmal 2,2. Also ja, sind schon ein paar, aber für ein Level-Up wird es jetzt nicht reichen. Aber wie gesagt, das sind ja jetzt nur die Quests, die hier einberechnet sind. Und ihr seht, ich habe jetzt schon innerhalb von circa 2 Minuten, fast drei, drei Quests abgeschlossen. Also könnte das Level-Up doch funktionieren, denn ich meine, hier brauche ich auch nur ein paar Sammelquests erledigen und ein paar Töte ein paar Bärenquests oder sowas und dann habe ich da auch wieder 1, 2, 5 Quests fertig. Somit, wie gesagt, hoffe ich, dass ich in den 15 bis 20 Minuten mindestens eine Quest fertig, eine Quest, ein Level abbekomme. Wie komme ich jetzt auf eine Quest fertig? Also ich habe eine Quest fertig, bis dann und so. ich wollte gerade sagen, ich sollte vielleicht noch ein bisschen Fischeier essen. Dann geht das Ganze auch viel einfacher. So, die loote ich alle einfach mal, weil es Spaß macht. Da hinten haben wir noch einen, den nehmen wir mit. So, komm mal her. Ein Erdpfeil und noch ein Erdpfeil. Oh, ja. Das macht Schaden. Damit die auch schön respawnen, sammle ich das eigentlich hauptsächlich ein, weil ich weiß nicht, wie viele es jetzt insgesamt gibt, aber es sind schon ein paar, die es hier gibt, nur halt sehr verstreut. Und da ich hier in diesem Bereich jetzt die Pilze sammeln werde, wäre es natürlich schön, wenn die so schnell wie möglich respawnen und ich dann nicht ewig noch rumlaufen muss, bis ich die alle fertig habe. So, dann können wir hier anfangen, 15 Eispilze zu sammeln. Die sind komplett außen rum. Ihr seht da, wie viele gelbe Punkte es auf der Minikarte gibt. Und genauso viele Pilze liegen hier rum. Also die 15 sind auch schnell gesammelt. Zwischendrin noch ein, zwei Füchse kaputt machen und dann ist das alles ziemlich gut machbar, meiner Meinung nach. Zack. Bom. Ich heile mich mal kurz mit meinem blühenden Leben. So, dich sammeln wir auch ein. Und so. Oh, do, 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 do. Also. Damit hätten wir dann insgesamt, wenn ich das alles habe, 6 Quests von den 16 fertig.
bleiben noch 10, aber ich werde dann Folgequests bekommen und einige andere Quests sind auf dem Weg noch zum Einsammeln bereit und ich lasse hier fast diesen... Keine Ahnung, was er gerade hatte, der ist einfach nach rechts, der hat so einen Rechtsstrahlgarten halb besoffen oder so, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist er nach rechts gelaufen, warum auch immer. Das ist wahrscheinlich so ein kleiner, ja, Bug gewesen. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, nur normalerweise war das, wenn ich irgendwie rausgeflogen bin, also aus dem Spiel oder irgendwie Gruppe verlassen habe und dann aus der Indie geportet wurde, dann habe ich irgendwie sowas, dass der dann in die Richtung, wo ich zuletzt gedrückt habe, einfach mal die ganze Zeit läuft, bis man genau in die Richtung drückt oder so. Aber so normal hatte ich das auch noch nicht. Hängt wahrscheinlich mit der Serverwartung, die heute war, zusammen. Da sind wieder ein paar Bugs dazugekommen. Kennt man ja. Ist ja nichts Neues. Und ich sehe immer wieder auf Facebook, ich habe ja die Runes of Magic Seite geliked und ich sehe da so oft, ja, Tuat und keine Ahnung welcher Server noch, um 18 Uhr bin ich eine Stunde auf eurem Server, macht euch bereit, bla blub. Aber ich habe da bis jetzt noch nie gesehen, hey Ionsei, pass auf, ich bin in einer Stunde, ich bin um 18 Uhr für eine Stunde da, hoffe ihr seid auch on oder sowas, das habe ich bis jetzt noch nie gelesen gehabt, also irgendwie mögen die unseren Server nicht. Also... Lagmara, ne? Wenn du das hier mal anguckst, kommt noch mal auf Ionsei. Wir würden uns freuen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die anderen denken über ein GM. Aber wenn da so kleine Spielchen gemacht werden, Minigames, was weiß ich, irgendwas. Oder wir dürfen einfach mal ein bisschen Duelle gegen sie machen oder so, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall lustig. Oh, Quest ist schon erfüllt. Ja, genau, da könnte ich euch mal fragen, hattet ihr schon mal die Möglichkeit irgendwie mit den GMs rumzulaufen zu irgendeinem Event, wo sie da waren, oder habt ihr sie auch schon mal privat getroffen, einfach mal so gequestet und dann steht da plötzlich ein GM neben euch? Würde mich mal interessieren, wie das bei euch aussieht, also ich war mal bei einem Event dabei, ich weiß gar nicht mehr, was das war, da waren dann 3 GMs hier im Drachenzahngebirge und da ist man so in einer riesen Masse herumgelaufen und hat dann irgendwelche Bosse gekloppt, die sie da spawnen haben lassen und dann kamen in Kisten, aber irgendwie waren da immer nur, keine Ahnung, 6 bis 10 Kisten da, sage ich jetzt mal, für 50, 60 Leute, also das fand ich dann nicht so nice. Ich bin eine halbe Stunde mitgelaufen und habe eine einzige Kiste bekommen. Also irgendwie hat das Verhältnis nicht ganz gestimmt. Ich meine, ist klar, dass da ein bisschen Challenge sein soll, aber irgendwie haben die Leute da dann teilweise 2 Kisten einsammeln können, weil die ziemlich weit auseinander waren und der eine dann irgendwie glücklich stand und bis da irgendeiner gesehen hat, da ist noch eine Kiste, hat er die fertig gehabt und die nächste schon geöffnet. Also das war irgendwie nicht so nice für so viele Leute, dann da gar nichts dazu haben, also das war jetzt nicht so nice und das war auch so die einzige Begegnung mit einem GM, was ich da hatte. Und so habe ich es ja in-game noch nie gesehen gehabt, ich habe öfters mal gelesen, ist klar, sieht man ja die Nachrichten, wenn da das Banner kommt und die irgendwas schreiben, aber sonst hatte ich eigentlich noch nicht viel mit den GMs zu tun. Ist aber bestimmt irgendwie lustig. Ich habe jetzt wirklich 5 Gildenrunden von dem kleinen Schneefuchs bekommen. Ja, Halleluja, das könnte öfters passieren. Also, gib mir mal ein paar Gildenrunden. Auch wenn ich mit dem hier in keiner Gilde bin, aber egal. Zack. So. Ein junger Schneefuchs. So. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? 2 Stück, ja gut, das ist jetzt auch fertig. So, ach, immer noch nichts. Dann nehmen wir dich noch mit und dann haben wir alle Quests von hier fertig. Ja, finde ich super, ging flott. Ups, so, den sammle ich noch ein. Dann auf unser Schneefrettchen und los geht's zum Quest abgeben. Damit wir sehen, wie viele EP wir bekommen. Aber es sind 6 Quests, sind ungefähr, ich sag jetzt mal, knapp 15.000 werden es sein. Also 13.000 bis 15.000 EP werden wir dadurch jetzt bekommen, schätze ich mal. Ja, ungefähr. Ich sage jetzt einfach mal bei 20.000 bis 23.000
EP sind wir dann ungefähr von 37.000, also fehlt nicht mehr allzu viel. Schon noch ein bisschen was, aber nicht mehr so viel. Und die Dots gehen mir gerade ein bisschen auf den Keks, ey. Aber ich kann mich ja heilen notfalls. Ich meine, ich habe hier einmal einen Hot, zweimal einen Hot, der sofort drauf ist und dann ein Heal mit einem Hot. Also sollte ich nicht so schnell drauf gehen. Ich sollte auch ein bisschen auf meinen Weg achten, sehe ich gerade. Wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt. Okay, da will irgendjemand sein ganzes Zeug loswerden, der Wieseler. Tennys Macht, Robe des verfluchten Gesichts. Alles klar. Das sind alles die Dinger, was ich nicht kenne von den neuen Indies oder so. Kein Plan. Ah, genau, bevor ich es vergesse. Ich hatte ja im vorletzten Part gefragt gehabt, ob jemand weiß, warum die Stäbe, was ich da gesehen habe, so verdammt teuer sind. Und ja, ich habe dann zur Antwort bekommen gehabt, dass das die Skins, die drauf sind auf den Stäben, da wurden Skins draufgezogen, sind die aus der ganz neuen Indie oder sowas war das, wissen sie auch nicht genau oder weiß er nicht genau, derjenige, der es geschrieben hat. Und das finde ich schon richtig krass, dass sie da so einen kleinen Stab nehmen, nur um den Skin drauf zu ziehen. Weil ich meine, ich habe den Stab ja auch angeguckt, weil mir der Skin schon ziemlich komisch vorkam für so einen kleinen. Aber man sieht es ja nicht, wenn ein Skin draufgezogen wurde. Und ja, aber jetzt weiß ich das auch, dass das daran schuld ist. Und achso, da hinten, weil ich dachte jetzt, ja, irgendeiner von denen hatte doch noch eine Quest zum Abgeben. Aber du stehst ja hier. Ja, auf jeden Fall sind das Skins aus irgendeiner Innie oder so, die einfach draufgezogen wurden und so teuer verkauft werden. Und das für einen normalen Gegenstand-Skin. So viele Millionen? Es gibt so viele schöne Waffenskins, wo man sogar, keine Ahnung, aus einem Auktionshaus von irgendwelchen Billigdingern da für 2000 kriegt. Ich hab mein, von meinem Hauptcharakter die ganze Rüstung, das sind ja auch alle Skins, die ich draufgezogen habe. Und ich habe da den größten Teil, also ich habe mir damals ein Paket gekauft gehabt für ein Dia, wo Skins drinnen waren, also zwei oder drei Pakete waren das, wo ich mir da einfach mal gekauft hatte und habe die Skins dann auf den auf die Ausrüstung von mir gezogen gehabt und habe dann irgendwann gedacht, warum suche ich nicht im Auktionshaus? Da gibt es bestimmt auch schöne Skins und da war auch so viele Hammer-Skins für ein paar tausend Dings Gold drin. Und warum soll ich da, keine Ahnung, ein paar Millionen ausgeben für einen Waffenskin? Es gibt auch genug hier im Rubin-Shop zum Beispiel. Bam, 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 Kostüme, ja, die ganzen Waffen, die Masken, die Flügel. Von den Waffen, die Waffen sehen da teilweise richtig nice aus. Ja gut, die Axt jetzt nicht unbedingt. Da einfach mal ein bisschen durchgucken. Das finde ich hat eine ziemlich nice Form. Also hat etwas, das ist einfach nur voll übertrieben, aber einfach nur geil. Also den Skin, der ist Hammer. Der ist auch nicht schlecht, der Skin. Das finde ich sieht ziemlich edel aus und naja, sieht halbwegs wie so ein aufklappbarer Regenschirm aus. Meine Meinung nach. Da hat man einen Dreizack, das ist auch irgendwie lustig. Eine Engelsklinge, ja, die ist auch richtig nice gemacht. Na gut, den finde ich jetzt nicht ganz so nett. Ist irgendwie so eine Krabbe, die vorne drauf gesteckt wurde. Der Schmetterlingsstab, naja. Ins Gewölbt. Stock des Edelmanns. Naja, gut, da braucht man ein passendes Outfit, weil sonst passt das nicht. Der sieht auch leicht merkwürdig aus, so wie eine Gitarre irgendwie. Hier haben wir den Säbel, der ist ziemlich schlicht, genauso wie das Ding. Das ist jetzt auch nicht sowas, das ist einfach nur ein krasses Breitschwert, kann man voll drauf kloppen. Und das ist eigentlich so mein Lieblingsskin, die Sichel. Das ist einfach nur lustig, ich habe die schon seit eh und je, also seitdem ich Level 55 bin, mit meiner ersten richtigen Waffe habe ich den Skin drauf gehabt. Beziehungsweise ich habe mal eine Waffe geschenkt gekriegt, wo der Skin drauf war. Ups. So, der Skin ist jetzt auch nicht so nice, aber auch nicht schlecht. Also ist alles nur meine Meinung. Die Cowboy-Klinge ist auch irgendwie voll nett gemacht. Das erinnert mich immer so an eine Gunblade aus Final Fantasy oder sowas. Dafür finde ich, haben sie sich schon was einfallen lassen. Man
kann auch hier jetzt die Kostüme für die für sich selbst. Da gibt es auch richtig nette. Teilweise sind nur Einzelteile richtig nice, aber man bekommt die jetzt nur noch als Set und nicht mehr als einzelne Kostüme. Das finde ich jetzt ein bisschen doof gemacht, weil ich meine, ich habe damals von den drei Paketen, wo ich gekauft hatte, habe ich vielleicht bloß jeweils ein oder zwei Teile benutzt gehabt. Und ich meine, dafür dann so viel Geld ausgeben, wenn man bloß ein oder zwei Teile davon will, das ist schon ein bisschen doof gemacht jetzt, finde ich. Beziehungsweise ich habe keine Ahnung, ob das einfach ein Komplettset ist, was man drauf macht. Aber ich schätze schon, dass das Einzelteile sind, die man anziehen kann. Aber was halt auch nett gemacht ist, ist mit den ganzen Kostümen, die, was sie da jetzt so eingestellt hatten, dass man da die Kostüme reintun kann und sich dann immer umziehen und keine Ahnung. Weil hier hat man dann, ich kenne mich das ja, hat, kann man ja die ganzen Skins und alles, was man hat, reintun und kann die dann einfach anziehen und umfärben. Aber hier habe ich jetzt bei ihm nichts drinnen. Aber bei mir habe ich halt den Rest, den ich so übrig hatte, einfach reingeschossen gehabt. Bei meinem Hauptaccount, bei Plutane. Und ich werde irgendwie voll heiser jetzt gerade. Ich glaube, ich sollte dann nach diesem Part, also nachdem ich sammle jetzt noch, obwohl, ja gut, fürs Level Up hat es jetzt dann doch nicht gereicht. Aber ich nehme die Quest, die da oben ist, jetzt noch schnell an. Und dann beende ich diesen Part erstmal. Und trink ein Schlückchen, weil ich bin irgendwie so gerade total heißer und mein Hals ist trocken. Warum auch immer. Habe ich sonst eigentlich auch nicht und krank werde ich auch nicht so, weit ich jetzt weiß. Aber das werde ich ja sehen, wenn ich dann krank bin. So, dann erstmal. Das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.